christliche Uhrzeit, ey. Jetzt geht's zum Fischer aufs Boot, auf den Tegernsee. Es ist noch recht früh, aber es lohnt sich. Spaß mal, oder? Mega! Raus geht's aufs Boot. Wir fahren jetzt aus. Ich mache jetzt schnell den Singelstieg. Die Seite mache ich. Wie du willst. Aber hat schon was damit von der Gummihose. Sieht's. Ah, dann können wir starten, Jungs. Let's go, sollen wir drauf? Logisch. Jetzt holen wir die Netze rein. Und zwar die besten. Die besten aus dem ganzen See. Dann haben wir unseren Partystrand. Welcher? Der hier? Ja, genau. Der Badewanne ist aber ausschließlich Champagner und kein Wasser, ne? Immer wie gewünscht. Prost. So Fischer, wo das schwimmt natürlich in der Früh raus, wo ist deine Netze langsam raus, am besten taglich in der, aber ich sag, nein, hier ist in der Früh, du musst gleich Vollgas geben, musst, damit du die Netze einholst, weil jetzt der Räucherofen ist voll, das muss alles verarbeitet werden. Das ist aber auch immer so geil bei den Anglern, wenn du irgendwo einen großen Hecht fängst, fragen sie mal, ja, wo hast du den gefangen, kannst du den mit gutem Gewissen, da kannst du immer sagen, weil wie gesagt, dieser große Hecht, der ist weg. Ja. Also die können die fischen, wie die wollen. Oder? Boah, jetzt kommt die Sonne raus. Ja. Ist er der Erste. So. Pult, ihr Schweine, pult! Ich sage ja Fachkraftmangel. Fachkraftmangel, ne? Das ist auch ein Problem bei euch, ne? Überall die Dompi-Porken. Guckst hier rein, liegen da schön die Dompi-Porken drin. Das ist doch. Ja, brauchen ja Wegverpflegung für sie. An die Drohne habt ihr eine Dom? Ja, so haben wir mal so zum Servieren mit der Schnur. Haben wir eine Dom rangebunden. Und dann hat die aber, war ja relativ weit oben, hat die dann der Wind erwischt. Und der hat die nicht mehr zurückgebracht, gell? Die liegt immer noch da vorne, die Drohne, mit einer Flasche Dom dran. Macht man das nicht so? Der reift da unten besonders gut. Reift. Ja, guck mal, da kommt der Nächste. Oh. Ich würde sagen, wir waren erfolgreich. Ich bin stolz drauf. Moin, ja, moin. Ja, moin. So, da ist der Großmeister. Großmeister. Da haben wir jetzt geräucherte Saibling und Forellen. Die haben wir jetzt gestern gefangen, heute in der Früh geräuchert. Und so werden die jetzt bei uns direkt verkauft. Machen wir jeden Tag frisch. Also die sind jetzt nicht, die werden jetzt nicht irgendwie wochenlang gelagert oder so, sondern die gibt es dann jeden Tag frisch. Ja. Kannst du bloß die Türe anlehnen, bitte? Ja, mach ich. Man muss ja richtig arbeiten, ne? Das ist so kotzen, ey. Dann muss man mit dem Träger schön. Und? Ja, wird schon. Durchgefangen. Den gibt's in 2 Stunden im Bistro. Jetzt geht's ab. So, zweimal die Ränke. Geil. Schauen wir, wie er schmeckt. Das ist Nudel. Sieht nicht so aus, aber es ist Pasta. Ja dann, Malte. Dankeschön. Da ist er, der Champion. Wir haben uns gerade einen Tisch reserviert für heute Abend in München. Wir werden ein schönes Erlebnis haben mit dem Jacob. Endlich kriegt dieses Format hier Klasse. Grüß dich. Johannes, freut mich. Trotzdem. Gewöhn dich schon mal an die Kamera. Aber ihr habt ja das Model. Ja, da haben wir. Servus, mein Lieber. Achso, dann fährst du nach München. Sag mal, bis morgen. Pause rein, wir sehen uns. Mach's gut. Ciao. Ciao. Da müssen wir jetzt einmal anstoßen. Auf das Chemieprojekt. Ich hab einmal was aus Reagenzgläsern getrunken, das war nicht gut, aber es war drin. Boah, ist gut, oder? Ist geil. Drittel Kalur, Drittel Wodka, Drittel Espresso. Also, Challenge war jetzt, welcher Wein das ist. Blindverkostung, ganz klare Angelegenheit. Sauvignon, Südtirol, 2019. Easy. Aber es kann auch. Aber ich bleibe jetzt dabei, ne? Sauvignon Winkel. Ich möchte dem nicht widersprechen. Auch eingeloggt. Ja. Jetzt gibt's das Rätsel als Lösung.
also der erste Moment war Nase Sauvignon, dann habe ich es probiert, dann dachte ich nicht mehr Sauvignon, sehr alkoholisch. Ich sag jetzt final doch Sauvignon Winkel 219 Südtirol. Falsch. Ah, perfekt. Oh, Grüner Veltliner 2014 vom Johann Topcher. Muss raus. Dass ich so ein bisschen Inspiration bekomme, was ich das sein könnte. Jetzt eh kurz rübergehen ins Kühlhaus. Magst du kurz mitschauen? Zum Interessanten geht's hier rein. Oha! Es ist auf jeden Fall genügend. Da ist schon ein bisschen was Schönes dabei. Jetzt haben wir ja neu den Gross Siegler bekommen von Maxi. Sind wir auch mega happy mit, weil das ist schon echt cool. Den habt ihr jetzt neu, oder? Ja, der ist auch. Mit den drei Jahrgängen in einem Champagner. So, das habe ich. Das Bruder kannte das davor. Ja. Ich kenne das nur von den Jahrgangschampagnen. Und der hat ja nochmal ein ganz anderes Level. Du kennst dich ja auch ein bisschen vom Konzept von dem Laurent-Perret-Gross-Siegler aus. Ja. Ja, da hatten wir schon das Vergnügen. Ja. Das Vergnügen und Gelegenheit. Ganz toller Champagner. Kana. Schmeckt nach Gross-Jäckchen. Ja, schmeckt. Sehr gut. Sehr so soll er schmecken. Nein, hör mal, war super, ja. Das wäre auch eigentlich was für euch mal gewesen. Auf der Burg, am Zombie-Flug. Lieber, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, weil der Gross-Siegler ist ja schon ein recht schwerer, voller Perlage und Champagner. In die Richtung schön ein bisschen italienisch. Nochmal eine Stufe besser wäre der St. Valentin Weißburgunder von 2008. Super vollmündig, den würde ich auch dekantieren zu empfehlen. Ja. Preislich werden wir bei dem... Nein, das spielt keine Rolle. Preisspiel, wir nehmen den günstigeren. Jetzt sind wir die Liebsten. Ja, super. Lass uns nehmen. 2008, Johannes Geburtsjahr, nehmen wir. Eingeloggt. Von diesem Wein, das ist einer der Top 0,5% der Weine. Und diese Flasche war 15, 16 Jahre in der Mache, da hat sich jemand Gedanken gemacht, über Jahre hinweg, über Generationen teilweise ist es weitergegeben worden. Und es ist eine Handwerkskunst, die ist vom Aussterben bedroht. Macht einfach Spaß. Und das Leben ist zu kurz für schlechte Weine. Ja. Oder? Buongiorno, buongiorno. Du kommst gleich und holst uns ab. Aber nur. Ja, gerne. Ja, aber die. Aber, ja. Erstmal riechen. Ein Gläschen für Geschmack nur. Das. Ja, danke. Bis morgen. Lieber aus der Rhein. Wir sind in München. Kurz ins Hotel und dann geht's essen. Die sind schon gut, deine Fischerei. Die sind schon gut. So, was haben wir? 500 frei. Oho. Qu'est-ce que c'est? Oha, komm hin. Sehr geehrter Herr Quenner, wir alle freuen uns sehr über Ihren Buchung. Wem sagen wir da Dankeschön? Laurent Perret.